Hallihallöchen und willkommen zu einem neuen Part von Wizard. Ja, ihr Lieben, wir sind hier immer noch in diesem... Naja, was heißt immer noch? Wir sind auf jeden Fall in diesem Labyrinthending vom Einhornweg runter und wir sind immer noch komisch gestylt. Aber ist okay. Wir müssen zu Lady Auriel und ja, auf jeden Fall mit ihr sprechen. Hallo, Lady Auriel. Gepriesen sei das Licht. Endlich ist jemand gekommen. Etwas hat meine Elfenfeen böse gemacht. Da du in meiner Stunde der Not erschienen bist, verwende dies zukünftig im Kampf. Oh, ich krieg irgendwas. Cool. Danke, dass du in diesen Zeiten zu mir gekommen bist. Wenn du so tapfer bist, wie du aussiehst, bin ich mir sicher, dass du meinen Elfenfeen helfen kannst. Bitte okay. Begib dich zum Einhornweg und besiege einige dieser Elfenfeen. Sammle den Staub, den sie hinterlassen. Damit werde ich dir mehr über den Grund ihrer Verderbnis erzählen können. Ich weiß, dies ist eine unangenehme Aufgabe, aber sie muss getan werden. Sei vorsichtig. Ach, mache ich doch gerne. So, ich habe hier irgendwas bekommen. Seraph wurde in deinen Rucksack gelegt. So, ich muss jetzt mal kurz schauen, weil ich konnte mir ja hier irgendwie mein Deck selber, ne? Zusammenpacken, glaube ich. Ah, hier. Ah. Kann ich die jetzt hier irgendwie ein... Ah, und was machen die? Das wäre ja auch mal vorteilhaft, wenn es da irgendwie stehen würde, ne? Macht die jetzt Schaden oder was macht die denn? Auf jeden Fall haben wir neue Karten. Sehr cool. Aber wo ist denn jetzt unser Löwchen hier hin? Konnten wir die Karten nicht damit in das andere packen? Das finde ich ein bisschen blöd gerade. Ach so, Moment. Goldkarten. Ja, was machen die denn? Wo sind die jetzt hin? Ach, Herr Jemine, was tue ich hier? Oh, oh, ah. Okay, ich check's noch nicht so richtig, ne? Ich glaube, ihr merkt's. Alle Zauber. Ja, kann ich nicht hier alle Zauber irgendwie in ein Deck packen? Das geht nicht. Okay. Woher weiß ich jetzt, dass ich die mit drin habe? Also, dass ich jetzt mit diesem Set sozusagen spiele? Ich habe keine Ahnung. Wir probieren es einfach aus, würde ich sagen. So. Einfach mal testen. Werden wir schon irgendwie hinkriegen hier, oder? Also, so schwer kann das ja nicht sein. So, los. Okay. Also, wir müssen diese Elfenfeen hier... Jetzt komm her, du Kugel. So. Fertig machen und uns so einen Sand, Staub, irgendwas einsammeln. Wer bist du denn? Du bist der Putzig. Hallo. Ein Zwerg. So, da haben wir die erste. So. Okay, dann geht's los. Und ich habe die Karten nicht mit drin. Das ist ja jetzt echt wieder ein bisschen blöd. Ich habe keine Ahnung, wie ich mir die ausrüsten kann. Da hätte ich jetzt hier gerne so ein Tutorial. Mal wieder so jemand, der mir das erklärt, ja, so rechts am Bildschirmrand. Aber nö, toll, und jetzt verpatze ich hier auch noch meinen Zauber. Na, ganz große Klasse. Ach, Mann. So, jetzt aber, sehr schön. Woo! Oh, das war's schon. Okay. Und wir haben einen von dreimal Feenstaub gesammelt. So, jetzt will ich aber... Oh, da steht eine Truhe, die hole ich mir erstmal. Ich weiß nicht, wie das hier ist, ob die mir einer wegschnappen kann oder so. Oder ob die halt immer da ist. So, 8 Gold. Und hier haben wir wieder ein bisschen Leben. So, jetzt muss ich nochmal gucken, wie ich dieses Kartenset hier ausrüsten kann. Ah.
echt ein bisschen doof. Futter? Okay. Okay, hier komme ich wahrscheinlich nicht weiter. Was war das jetzt? Was habe ich jetzt gemacht? Hä? Ah, ich kann das Kartenspiel umbenennen. Ich nehme jetzt einfach irgendeinen Namen hier. So. Vielleicht kann ich das ja dann jetzt ausrüsten. Moment. Achso, nee, da hat sich jetzt das ganz normale Standardkartenspiel umbenannt. Nee, das ist dann wieder. Okay, Moment. Das war Anfänger, ne? Also nichts. Nichts. Okay, aber wie kann ich mir denn hier ein neues erstellen? Moment. Okay, das ist die Schule des Zaubers, also Donner oder so. Das ist der Rang, bla bla bla. Zauber mit dem Rang X verbrauchen alle deine Pips, wenn auf der Karte nichts anderes angegeben ist. Okay. Ich wüsste jetzt aber gerne, wie ich mein Kartenset hier rauskriege. Hm. Ich weiß es nicht. Oh, wir haben ja eine Karte. Genau, da habe ich auch noch gar nicht reingeschaut, ne? So, Moment. Es muss doch irgendwie machbar sein, dass ich hier. Hä? Hä? Ich schick's nicht. Wir versuchen es jetzt einfach nochmal. Ob gut, Leben brauchen wir nicht. So, komm her, du kleine Fee. Gucken wir mal, was wir jetzt so in den Karten haben. Immer noch nicht weiter. Also. Ah, ich weiß es nicht. Ich schick's nicht. Vielleicht weiß das ja einer von euch, wie ich da die Karten richtig einfüge, wie ich die richtig nutzen kann. Da würde ich mich auf jeden Fall über eure Kommentare freuen. Ich brauche hier echt eure Hilfe. Das Spiel ist ein bisschen komplizierter im Moment noch für mich als SSO es ist. Und ja, schreibt mir! So, wie viel Leben hast du noch? 15, da reicht glaube ich auch so ein Funke aus. Dann mal los. So, ja, super. Das hätten wir dann auch geschafft. So, dann haben wir hier die nächste kleine Fee. Hey, kleine Fee. Okay. So, nehmen wir unser Tigerchen hier wieder natürlich. Der ist so süß. Ich finde den total putzig. Okay, okay, okay. So, und dann jetzt wieder so einen kleinen Funken hier und dann passt das. Hoffentlich. Bam! Ja, das wäre dann auch erledigt. Wir haben dann die Quest im Prinzip auch geschafft, aber ich würde eigentlich gerne noch ein bisschen rumprobieren. Wie funktioniert das mit den Karten? Wieso kriege ich hier auch keine Tutorials mehr? Also keine Hilfe mehr. Oh, wir sammeln mal hier unsere Kügelchen ein. So, schwupp. Oh, wieder eine Truhe. Das ist immer noch dieselbe. Nö, war wieder was drin. Schön. So soll es sein. Okay, Leben ist voll. Ja, ich würde aber gerne noch ein bisschen trainieren hier. So,
Maske, deshalb schnappe ich mir mal noch so eine Fee. Ah, so ein fliegendes Pferd ist ja auch cool, ne? Was sie hier hat. Oder er. Ich weiß ja nicht, was es ist. Männlein oder Weiblein. Keine Ahnung. Bam! Also diese komischen Käfer hier oder was hier beschworen wird, die können auf mehrere Attacken, ne? Also, das ist mir bei unserem Tiger noch nicht aufgefallen. Ich glaube, der macht immer dasselbe. So. Oh, wieder was? Achso, er kämpft. Naja, gut, dann kämpfe mal. So, ich werde jetzt die Quest hier erstmal abgeben gehen. Abgeben gehen ist auch so eine schöne Wortkombination. Abgeben gehen. Aber, ja. Was haben wir denn da? Was liegt denn hier? Ach, wieder so ein Holz oder sowas, ne? Wofür auch immer wir das brauchen. Ich weiß es nicht, aber ich nehme es halt einfach mal mit. Schau, da rein. Lady Auriel, ich bin fertig. Du bist mit Feenstaub zurückgekehrt. Bitte gib ihn mir, damit ich den Grund der Verderbnis ermitteln kann. Ja, bitteschön. Lady Auriel ist sichtbar erschüttert. Sie wurden verwunschen von etwas Untotem. Das ist gar nicht gut, dass sich das Böse so frech hier breit machen kann. Es sind wirklich finstere Zeiten angebrochen. Ja. Oh, sie hat eine neue Quest für uns. Ich habe gehört, dass jemand in der Straße Knochenkäfige aufgehängt hat. Ich befürchte, dass diese verwendet werden, um meine Elfenfeen zu fangen und zu verderben. Bitte, du musst die gefangenen Elfenfeen aus diesen schrecklichen Knochenkäfigen befreien, bevor sie verdorben werden. Bitte beeil dich. Ja, ja, ich flitze, ich renne. Ich gebe mein Bestes. Dann sind das wirklich die Dinger, die ich da letztens schon angesprochen habe mit diesen Käfigen, wo ich erst dachte, hier, da sind so eine Kugeln halt hier drin, ne? Eine Elfenkönigin. Ich will gegen eine Elfenkönigin kämpfen. Kann ich gegen dich kämpfen? Ja. Die hat auch Rang 1. Aber es ist... Da stand eben Elfenkönigin. Naja, egal. Egal, egal, egal. So, los, mein kleines Feuerkätzchen. Wow! Die beschwört auch eine Feuerkatze, ja. Ach so, aber dadurch, dass ich ein Feuermagier bin, sozusagen, widerstehe ich dem Ganzen so ein bisschen und da wird mir wahrscheinlich nicht so viel abgezogen. Aha. Wie praktisch, wie praktisch. Gut. So, dann wollen wir mal diese Knochenkäfige hier. Moment, komm her. So. Du kommst auch her. Hey, komm her, komm her, komm. So, so gut, kaputt machen. Oder wie auch immer. Na du. Okay. Dann eben so. Oh, ein Kampf? Gut. Warum denn eigentlich auch nicht? So. Angriff! Feuerkatze! Oh, oder auch nicht. Ich muss halt noch ein bisschen üben, ne? Oh, jetzt kämpft sie selbst. Das finde ich immer am coolsten, wenn die sich selber reinpacken und von selber kämpfen halt und nicht ihre Viecher hier beschwören. So, jetzt aber. Und jetzt mit ordentlich Schaden, bitte. Ah, doch. Die macht auch einen anderen Schaden. Mal spucken sie Feuer, mal rumpeln sie einen direkt an. Gut, dann habe ich nichts besorgt. So. Jetzt noch ein Funke. Ding. Bam. Hey. Geschafft. Juhu. So, dann machen wir jetzt hier den nächsten Käfig auf.
Nanu. Geht doch. Da drüben ist noch einer. Noch schnell Leben einsammeln hier. So. Da haben wir noch einen Knochenkäfig. Oh. Aber wir werden direkt in einen Kampf gezogen. Gut, dann kämpfen wir eben. Ich würde mir wünschen, hier echt noch ein paar mehr Karten zu haben, weil immer dasselbe ist halt auch ein bisschen langweilig, ne? Immer nur die Feuerkatze und diesen Funken. Ich meine, wir haben ja Karten, aber ich weiß halt noch nicht, wie ich die richtig einsetzen kann. Das ist ein bisschen doof. Aber ich hoffe ja da sehr auf eure Unterstützung, dass ihr mir da helft, dass ihr mir ja, das vielleicht ein bisschen erklärt, wie ich die da reinbekomme. Vielleicht stelle ich mich jetzt auch einfach wieder so doof an. Das ist eigentlich so eine simple Sache, aber ich weiß es nicht. So. Hab. Gut, das wäre dann auch geschafft. Wir müssen wieder in den Kampf, okay. So, dann wieder hier unseren Feuerlöwentier. Ja. Okay, sie greift von selbst an. Oh, aber er hat ordentlich abgezogen mit 100, ne? Also, das glaube ich gar nicht mal so schlecht. So, und dann noch unseren Funke hier. Okay, 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 okay. Bam! Deine Flügel waren einmal. Jetzt sind sie nichts mehr. So, gut, das wäre dann auch geschafft. Dann werden wir die Quest gleich wieder abgeben gehen. Können wir den hier auch noch aufmachen? Oder geht das jetzt nicht mehr? Nee. Ist ja auch gemein. Da müssen die anderen da drinnen bleiben. Ich wollte diese Kugel sammeln, aber ich will nicht schon wieder einen Kampf verwickelt werden. So, okay. Noch eine Kugel. Da schwirrt auch noch eine Kugel rum. Komm her hier. Ab. Dankeschön. Ins Heckenlabyrinth. Zu Lady Auriel. Die eine ziemlich nervtötende Stimme hat. Du hörst eine winzige, fröhliche Stimme, die deinen Namen ruft. Okay. Vielen Dank, dass du den Elfenfeen geholfen hast. Sie sind nicht wirklich böse, aber ihre Verderbnis lässt sie schlimme Dinge tun. Nun gibt es wieder Hoffnung und die Elfenfeen kann die Bewohner von Wizard City wie zuvor mit Magie und Freude beglücken. Das ist dein Verdienst. Betty. Ja, gern geschehen. Ach Gott. Wo? Was? Okay. So. Wir danken dir. Die befreiten Elfenfeen haben mir bereits von deinen Heldentaten erzählt. Man wird sich an deine Taten hier im Einhornweg erinnern. Hier, nimm diesen Heilzauber als Zeichen meiner Dankbarkeit. Denke daran, ihn deinem Kartenspiel hinzuzufügen, damit du darauf zurückgreifen kannst, wenn du ihn brauchst. Okay. Also das wird dann jetzt wahrscheinlich... Wir müssen herausfinden, wer hinter dieser Verderbnis steckt. Meine Elfenfeen haben etwas von einem Monster mit knackenden Knochen gemurmelt. Fairen Nachtsang kennt den Einhornweg sehr gut. Er wird wissen, ob in meiner Straße ein finsteres Skelett spukt. Okay, also müssen wir mit ihm sprechen. Jetzt will ich aber nochmal versuchen. Also hier, die können wir jetzt beifügen oder wie oder was oder wo? Oder ist die schon bei... Ach, die ist schon beigefügt. Da. Die ist auf jeden Fall schon mit drin, aber warum funktioniert das mit diesen hier nicht? Ich weiß es nicht. Aber schön, jetzt haben wir wenigstens so eine Heilungskarte. Das ist super. Schön. Freue ich mich. Dann werden wir jetzt noch zu diesem Typi da rennen. Der ja den Einhornweg hier so super kennt. Und einfach mal mit dem sprechen. Wegen eines Skelettes. So. Oh. Mann, ich war doch schon fast weg. Okay.
Vielleicht kommen wir dazu, mal unsere neue Karte auszuprobieren. Oh nein. Sie ist grau. Wahrscheinlich, weil wir noch voll Leben sind. Müssen wir mal schauen, wie das funktioniert. Wow! So, jetzt haben wir aber wahrscheinlich ein bisschen Schaden. Dann probiere ich die Karte jetzt direkt mal aus. Ah, sie funktioniert nicht. Warum funktioniert sie nicht? Warum kann ich sie nicht nutzen? Ich weiß es nicht. Ich meine, ich habe sie ja ausgerüstet. Sonst wäre sie ja nicht mit drin im Set, oder? Ich weiß es nicht. Auch dazu könnt ihr mir gerne einen Kommentar da lassen. Warum die grau leuchtet. Vielleicht habe ich einfach noch nicht genug Leben verloren oder so. Wie gesagt, ich weiß es nicht. So, wir können ja noch eine kämpfen. So. Okay, noch ein Feuerzauberer, Mario. Das ist, glaube ich, auch eine männliche Version. So. Und los. Achso, er ist noch doch nochmal dran. Das ist ja gemein. Haha, du hast verpasst. Michael. So. Erledigt. Ah, oh, der hat einen Besen. Was hat er denn für ein Level? Steht das hier irgendwo, welchen Rang die haben? Oh, jetzt soll ich gerade weiterlaufen. Na gut, dann eben noch ein Kampf. Ist no problem. Oh, verpatzt. Verdammt. Ah, die sind auch cool, diese komischen Fledermäuse hier. Oh, jetzt kann ich mich hier heilen. So wie es ausschaut. Ah. Das war ja süß. Die ist süß, die benutze ich gerne, die Karte. Die ist echt putzig. Kann ich damit auch Freunde heilen? Also hier ihn zum Beispiel. Würde das funktionieren? Ja, greift immer alle mich an. Warum auch nicht? Aber was ich ja auch ein bisschen schade finde, man sieht nicht, wie die Lebensenergie von ihm jetzt ist. Dass man sagen könnte, ach komm, ich heile dich mal. Oder so. Das funktioniert leider nicht. Naja. Oh Gott. So. Was hat sie denn da? Sowas wie ein Schutzschild? Okay. Und das war's dann mit der Fee. So, und wir zaubern jetzt noch einen Funke dahin. Und dann müsste das auch erledigt sein. Richtig? Ja. Ich bin so gut. Okay, gut. Jetzt aber weiter hier. Muss mal schauen, wo wir hier genau lang müssen. Ey, der hat die Kugel eingesammelt. Also muss man hier echt gucken, dass man Kugeln abbekommt, so wie es ausschaut. Also wenn jemand schneller ist als ich, dann sind sie wohl weg. So, komm her. Gut. Aber die kleine Fee oder Schmetterling oder was es da war, fand ich total putzig. Werden wir öfter einsetzen. So, Olivia Dämmerweide, genau, mit der müssen wir auch noch sprechen. Ha, gesegnet seist du, Kind. Wir stehen in deiner Schuld. Oh ja, das tut ihr. Die neue? Nee, hat sie nicht. Okay. So. Gut, ihr Lieben, bevor ich jetzt aber hier mit dem Serena spreche, beende ich diesen Part. Denn der geht schon wieder lange genug. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ich hoffe, euch unterhält das Let's Play ein bisschen. Über ein paar mehr Kommentare würde ich mich riesig freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!